herzlich willkommen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, zur Folge 1000. Was hatten wir? 1645. Genau. Und ja, fangen wir mal an. Was haben wir zuletzt gemacht in der letzten Aufnahme? Das war hier hinten. Da haben wir hier das Ärztehaus gebaut. Na, man kann jetzt sogar hier rüberlaufen direkt. Gut, dass wir alles so schön ausgeleuchtet haben. Zack. So, was machen wir heute? Ich habe mir gedacht, ich fange mal hier mit der Bibliothek an, die hier unten drunter hin soll. Und da hatten wir ja letztes Mal darüber sinniert, dass wir vielleicht hier ein bisschen nach unten. Ich habe gar keinen Hustenbonbon. Moment, also erstmal. So, für die Stimme, dass wir hier die Treppe runter tun, damit wir dann den Eingang sozusagen hier nicht, ja, hier können wir keinen Eingang machen. Wir müssen das also alles ein bisschen nach unten packen. Wie weit nach unten? Naja, schauen wir mal. Vielleicht, dass wir das auf dieser Ebene machen. Dann hier mal gucken, wie sieht das denn aus, wenn wir auf dieser Ebene sind. Ja, ja, das ist hier. Oh, hier ist natürlich ein bisschen kritisch. Hier unten hat es mich ja mal zerlegt. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ich weiß nicht, welche Folge das war. Hatte ich mir gerade was zu essen vom Tisch genommen oder irgendwie sowas. Und dann ging es aber ab. So, dann wollen wir erstmal ins Lager. Haben wir den, wir haben ja noch nicht aufgeräumt, genau. Danke für das Ei. So, heute haben wir den 25. September. In zwei Monaten ist, in drei Monaten ist Weihnachten. So, nicht in zwei Monaten. Hier könnte man auch weiter bauen, diesen Weg noch, dass man den vielleicht hier anschließt. Irgendwie, mal sehen. Das hat aber noch Zeit. Es hat alles Zeit, ja. Nur die Stimme nicht. So, einräumen. Das räume ich mir nicht ein. Huch. Sondern mal Schilder und so ein Kram. Was haben wir hier? Kisten, die gehören auch hin. Dann haben wir hier Eichenholz Zeugs. Das kommt da oben rein. Dann haben wir hier glatte Steine. Glatte Steine. Da rein. Und hier dann Steinziegel, Stufen und so weiter. So, was ist das? Polierter Andesit, der kommt da rein. Ja. Wie wollte ich das jetzt machen? Ich hatte mir das so gedacht, dass ich das mit Glas und also ähnlich mache wie bei wie in Poppyhausen. So, dann machen wir das mal hier so. Dass wir oben vielleicht die normalen Fenster haben, also die Glasblöcke und unten die Fenster. Glasscheiben, besser gesagt. Ach ja, hier ist ja nun das. Okay, hier sind wir richtig fett. Dann machen wir das mal so. Und dann haben wir hier die Glasblöcke. Dann haben wir Kohle. Wir haben Fackel genug. Da haben wir noch Zeinstiegel. Steinziegelstufen. So. Eier. Ja, Bobblot, ne? Eier, um Gottes Willen. So, dann haben wir hier Werkzeuge. Dann habe ich das da nicht reingeschmissen. Ah, ich habe wieder die falsche Taste genutzt, ja. Caps Lock anstatt Shift. So. Kann mal passieren, wenn man nicht hinguckt. Das heißt, passiert eigentlich immer, wenn man nicht hinguckt. So, Kohle. Da haben wir es wieder richtig gemacht. So, dann haben wir hier noch ein paar
gemahnte Sachen, die brauchen wir jetzt ja eigentlich fast nicht. Dann wollen wir mal schauen, also ich werde diese Folge und die nächste zusammenschneiden, weil wir diese ja nur halb haben, wenn man so will. Wo ist denn das Ding da unten? Schon wieder falsche Taste. So. Zu essen haben wir genug. Also, dann überlegen wir uns mal, wie wir da mit der Bibliothek weitermachen. Also, wir machen den Weg erstmal, verlegen wir. Das heißt, da brauchen wir gar keine Steine zusätzlich. Wir nehmen einfach die Steine, die wir schon haben. Und verschieben sie aber nach unten. Da muss ich jetzt nur mal gucken, wo ich hier anfange. Also wir haben jetzt hier sozusagen, machen wir das mal symmetrisch dazu. Da haben wir also hier die Tür. Dann haben wir hier eine Treppe und dann haben wir schon die Stufen, also ein Ding. Das heißt, wir werden also hier die Stufen schon mal hinmachen dann. Also wir können also das alles wegreißen hier. Zack, zack. Ah, Kies. Okay, da kommt der ganze Müll mit hoch. Mal sehen, wir machen das also dann bis hier zur Ecke natürlich. So, und dann auf welcher Höhe? Da ist richtig Party da von den Hühnern. So, auf welcher Höhe, sage ich mal, machen wir einfach hier mal weiter. Die Frage ist halt jetzt nur, machen wir dann da Tunnel hin oder nicht? Wenn wir keinen Tunnel hin machen, wird das eine Schlucht. Und ich sag mal so, das wäre hier vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir das hier so als Grünfläche machen würden. Das heißt, da brauche ich dann gar nicht großartig hier abzubauen. Und wir werden das als Grünfläche machen. Und lassen da erstmal das Grüne drüber wachsen von hier. Das geht ja relativ schnell. Oder da hat man also hier dann einen schönen Ausblick ins Grüne. Machen wir ein kleines, ja, so ein kleines, das kann natürlich weg hier dann. Ein kleines Gärtchen dahin. Gärtchen. Gerd Schröder zum Beispiel. Oder so, ne? Gerhard Schröder. Der eigentlich jetzt. Das ist noch im Erdgasgeschäft, glaube ich. So. Dann erstmal hier weitermachen. Habe ich mein Bett habe ich mit, ich sehe es schon, genau. So, die Frage ist halt, machen wir jetzt dann hier auf hups, das ist aber doch relativ, ich dachte, das war näher dran. Ach, das war erst weiter hinten näher dran. Das mit dann hier, wenn man da um die Kurve kommt, vielleicht, ah ja, mal sehen, dass man da so ein Fenster schon mal reinmacht, irgendwie sowas. So, Themen. Ich habe nämlich dann mit Schrecken festgestellt beim Schneiden letztes Mal, dass ich dann Themen direkt vergessen hatte, die ich mir vorgenommen hatte, weil wir halt so lange über die AfD geschwätzt haben. So, wo sind wir hier? Keine Ahnung, ich muss mal von oben runter. Das heißt, hier müssen wir erstmal ausleuchten. Und zwar hatte ich noch zwei Verkehrsthemen. Das hatte ich ja gesagt. Seitdem aus dem Bereich Straßenverkehr oder überhaupt Verkehr. Und zwar,
Dann machen wir diese mal einfach 7 hier dran. Das geht ja dann wunderbar auf. Jetzt noch da ein bisschen Erde rein. Dann gehen wir einfach hier runter. Ja, ein bisschen müssen wir wieder abgraben. Ist aber kein Problem. Sollte man sich hier vielleicht mal hinlegen. Ja, genau. Ja, ich wollte eigentlich bei der letzten Aufnahme über zwei Verkehrsthemen sprechen. Zwei lustige Verkehrsthemen. Da habe ich nämlich eine Sache im Fernsehen gesehen, eine im Internet, die ist aber auch irgendwie im Fernsehen gekommen vorher. Und die eine war eine Meldung in ja, Tagesthemen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Die haben, da hat die Bahn nämlich, Kohle, da hat die Bahn nämlich einen Bahnsteig neu gebaut, weil sie wollten, dass die Leute nicht mehr jetzt diese großen, die haben, man hat ja manchmal zwischen Bahnsteig und Zugeingang Einstieg zwischen Zug, die hat man also eine relativ große Fläche, eine große Stufe, wollte ich sagen. Und so, dann machen wir das hier unten hin. Und das ist natürlich gerade für ältere Leute vielleicht manchmal ein bisschen schwierig. Und vor allen Dingen auch natürlich für Rollstuhlfahrer und so. Dann diese hohen Stufen. Dazu nehmen, um in die da sind wir. Passt es von der Höhe? Muss es ja eigentlich, weil wir genau die gleiche Zahl. Ja, passt perfekt. So, da haben wir hier schon mal den Weg. Natürlich muss dann alles schön Pflaster machen, weil das doch genauso wie die anderen Tunnel auch mit lächelnden Kürbissen und so. So, das sollte sich auch genau ausgehen. Ja, und da hat man also den Bahnsteig dann höher gelegt. Punkt. Das hat die Bundesbahn gemacht oder machen lassen. Von irgendeiner Firma. Und was ist passiert? Nun, der Bahnsteig war dann höher. Allerdings ist ja das passt. Wunderbar. Allerdings ist ja dann das Bahnhofsgebäude. Ja? Ihr wisst schon, man kommt ja vom Bahnhofsgebäude auf den Bahnsteig. Und wenn man jetzt dann den Bahnsteig, ja, ich weiß nicht, wie viel höher der gelegt wurde. 20 cm, 30 cm, keine Ahnung. Bahnsteigtüren sind ja immer noch an der gleichen Stelle. Das heißt, die Leute kamen dann nicht mehr aus dem Bahnsteig, aus dem Bahnhofsgebäude raus, auf dem Bahnsteig. Dann nützt einem natürlich, dann nützt das natürlich nicht unbedingt gerade was, wenn dann der Bahnsteig so gestaltet ist, dass man ohne Probleme in die Züge kommt, wenn man jetzt nicht mehr aus den Türen auf den Bahnsteig kommt. Ja, ist also lustig, aber das zeigt mal wieder, wie wenig da die Leute kommunizieren, die verschiedenen Firmen oder was auch immer. Ich weiß ja nicht, wem das Bahnhofsgebäude gehört, ob das auch der Bahn gehört oder ob das vielleicht der Stadt gehört oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall, wenn es der Bahn auch gehört, ist das besonders armselig, aber so ist es nun mal. Ja, dann machen wir hier alles
Vielleicht mal bis hier dann zu. Dann hat man... So, dann machen wir hier mal dann so einen richtigen Tunnel wieder rein. Ja, wie wenig Kommunikation da ist. Ja, und der andere Fall, da handelt es sich um Dresden. Dresden hat eine sehr schöne, ist es Dresden? Ja, ist Dresden. Eine sehr schöne Altstadt, ich war da auch schon gewesen. Was haben wir uns angeguckt? Semperoper, wir waren in der, im Schloss, ich weiß jetzt nicht welcher Raum das war. Auf jeden Fall haben wir da einiges angeguckt mal. Also alles nur sehr positiv. So, hier machen wir dann auch alles. Ziegel rein. Ja, aber in Dresden gibt es den... Die Ziegelstraße. Die Ziegelstraße ist eine kleine Straße, die auf einen großen Platz zugeht. Der große Platz, das ist, ja, ich weiß nicht mehr, wie der Platz heißt, aber ihr braucht ja nur mal zu gucken. Ziegelstraße, das gibt es dann auch bei Google Street View, eine der wenigen Städte in Deutschland, wo es das gibt. Und da kann man sich dann mal das Ganze da angucken. Warum sage ich das? Nun, die Ziegelstraße ist eine kleine Straße, sagte ich schon, die auf einen großen Platz läuft. Der große Platz ist ampelgeregelt. Und natürlich muss dann auch diese kleine Straße, die ein See. Das ist jetzt aber nicht so toll, ehrlich gesagt. Passt mir jetzt erstmal gar nicht. Naja, da kommen wir später zu. Auf jeden Fall muss diese kleine Straße natürlich auch mit einer Ampel angebunden werden. Die Ampel würde natürlich, sagen wir mal, den Verkehrsfluss auf diesen großen Straßen, die da dann entlang laufen, natürlich ziemlich beeinflussen. So, machen wir das so. Wir haben dann 3x4. Na, okay. Ja, und deswegen hat man natürlich die Straße halt auch an den Platz angebunden, aber mit einer ganz raffinierten Ampeltechnik, nämlich die Ampel. Es gibt ja im Osten vor allen Dingen, gab es ja früher auch schon. Hier ist das, hier müsste man irgendwie so ein Fenster machen, oder? Ausblick. Heute ein bisschen Schwierigkeit mit der Tastatur, aber geht schon. So, da könnte man vielleicht dann hier schon irgendwie mit der Bibliothek anfangen. Ja, da hat man also eine Ampel. Und einen Rechtsabbiegepfeil, den es ja vor allen Dingen in der DDR gegeben hat. Bei uns ja nicht, wir haben den ja importiert. Ich habe hier auch ein paar Rechtsabbiegepfeile bei mir in der Nähe, die ich dann immer geflissentlich ignoriere. Denn das ist ja kein Muss, das ist ja nur ein Kann. Man muss ja nicht bei dem grünen Pfeil abbiegen, sondern kann. Ich
Warte, liebe bis grün, es ist mir sicherer, das bin ich gewöhnt. Ne, dieser alt neumodischen Kram, da alles, das, naja. Auf jeden Fall. So, da haben wir alles ausgehöhlt, wunderbar. Hier mache ich mal Licht hin. Ja, auf jeden Fall ist dann die Ampel rot. Man darf nur rechts abbiegen. Und man hat einen grünen Rechtsabbiegepfeil. Also, man darf nur rechts abbiegen, man hat einen grünen Rechtsabbiegepfeil. Man kann also die Ampel eigentlich weglassen, wenn man den Rechtsabbiegepfeil hat. Aber was haben sie gemacht? Sie haben die Ampel gelassen und sie zeigt rot. Und das schon seit über 20 Jahren zeigt die Ampel rot. Weil man nur rechts abbiegen kann. Ziegelstraße Dresden, guckt euch das mal an. Da gab es dann auch mal so einen Bericht. Den habe ich dann im Internet gesehen. Die überflüssigsten Ampeln Deutschlands oder überhaupt. Also sie haben in Deutschland hauptsächlich genommen. Da haben sie noch einen gehabt. Kann ich auch gleich erzählen. Boah, habe ich gerne. Ey. Dann nehmen wir mal von hier welche mit. Und dann noch so ein paar. Nee. So ein paar von denen her. Nee, nicht Steinziegel. Doch, das ist ja richtig. Genau richtig. Für die Decke. Kürbisse. Kürbislaternen, da brauche ich aber mehr. Dann nehmen wir doch mal ein paar Kürbisse mit, die ich nicht habe.